Ich bin Julia Wegbecker, bin an der Mosel geboren und an der Mosel aufgewachsen und mittlerweile Geschäftsführerin des Bernkastler Rings. Hab nebenbei noch ein kleines Weingut und voll im Weinthema. Der Bernkastler Ring ist eine Gemeinschaft von Winzern und Winzerinnen an der Mosel. Die haben sich im 1899 gegründet, mit dem Ziel, sich selber Regeln aufzuerlegen, die nach außen getragen werden können und die Qualität des Rieslings an der Mosel nach vorne bringen. Die Satzung, die damals aufgestellt wurde durch die 7 Gründer, besteht im Prinzip heute auch noch. Die Grundsätze sind auch noch im Wortlaut niedergeschrieben, so wie damals. Die Grundidee damals war es, den Riesling zu einem wertschöpfenden Preis verkaufen zu können. Also im Prinzip die Qualität, die man sich erwünscht hat, auch zu einem Preis verkaufen zu können, die der Riesling auch wert war. Die Basisweine an der Mosel sind von sich aus ja schon etwas hochpreisiger als in anderen Weinbaugebieten. Ganz einfach, weil wir geprägt durchs Landschaftsbild viel mit der Hand arbeiten müssen. Maschineller und industrieller Weinanbau ist hier nicht möglich. Wir haben Terrassen, wir haben Steillagen und da ist einfach die Hand und Handarbeit des Winzers gefragt. Eine Steillage ist gesetzlich definiert ab 30% und eine Steilstlage ab 70%. Ein Spitzenriesling von der Mosel, den kann man so nicht definieren. Es ist immer einzigartig und immer individuell. Wir haben an der Mosel Schiefer, wir haben Steillagen, wir haben das Moseltal und das gibt dem Wein immer seine Einzigartigkeit, sei es die Schiefermineralik oder die Fruchtigkeit. Und dazu kommt natürlich immer noch der Winzer und die Persönlichkeit, die er mit reinbringt. Jeder Wein von einem Winzer schmeckt individuell. Also, und das ist das, was bei uns hier das Einzigartige ist.